Ich darf Sie hinweisen auf einige Schwerpunktthemen der kommenden Herbstvollversammlung. Das eine ist die Befassung mit der Arbeit der Kommissionen. Wir werden die zurückliegende Arbeit der 14 Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz im Bericht uns anschauen. Einige davon, etwa die Kommission Weltkirche mit ihrem weiten, breiten Engagement, werden wir sehr genau uns betrachten und auch diskutieren. Dann stehen aber für die kommenden Tage Wahlen an. Sowohl die Mitglieder der jeweiligen Kommissionen, das sind eben Bischöfe und Weihbischöfe, werden neu gewählt werden, als auch die Vorsitzenden dieser Kommissionen. Wir werden uns wie in allen zurückliegenden Konferenzen dem Thema Aufklärung und Aufarbeitung des Missbrauchs widmen, so wie wir es uns vor einigen Jahren nach Veröffentlichung der MAG-Studie vorgenommen haben. Wir haben ein Arbeitsprogramm, bei dem bestimmte rechtliche Aufträge, die ergangen sind, jetzt zurücklaufen in die Bischofskonferenz und dort der Bestätigung harren, vielleicht obenauf die eine Grundordnung für die Personalaktenführung, die echten heutigen Standards von Personalaktenführung gerecht wird. Ich bin sicher, wir werden diese Grundordnung verabschieden, sodass die Diözesen daraufhin sehr bald ihre Personalaktenführung auch anpassen werden an diesen neuen guten Standard. Das war eine Forderung, die erheblich aus der MAG-Studie heraus hervorgegangen ist. Wir haben ein erhebliches Pensum, aber ich spüre im Gespräch mit Synodalen, es ist jetzt auch Zeit, man will arbeiten. Wir wollen zusammenkommen, wir wollen Perspektiven nach vorne entwickeln und dabei geht es nicht um Texte. Es geht darum, das Handeln der Kirche sehr konkret zu verändern, also das, was wir Handlungsoptionen nennen, das ist das Eigentliche. Menschen sollen merken können, innerhalb und außerhalb der Kirche, dass sich Wesentliches verändert. Osthessen News. Sehen, was bewegt.